Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und ich begrüße euch heute zu meinem allerersten Plan with Me, denn nachdem ich mich jetzt jahrelang dagegen gewehrt habe, habe ich mir nun ein Bullet Journal mit allem drum und dran zugelegt und dachte mir, ich nehme das mit euch zusammen in Betrieb und so ist dieses Video entstanden. Und zuallererst möchte ich euch zeigen, was ich dafür benutze. Zum einen habe ich mir zuvor ein paar Gedanken gemacht und schon mal ein bisschen Lettering geübt dafür. Und natürlich musste ich mir dazu auch ein vernünftiges Notizbuch holen und ich habe mich für ein originales Leuchtturm entschieden, denn ich weiß, dass das auf jeden Fall eigentlich ganz cool ist, eine gute Papierqualität hat und mir gefällt. Dann kommen wir zu den Stiften. Allen voran natürlich meine Muji Gel Stifte, die nirgends durchdrücken. Dann habe ich noch einige Pitt Artist Pens von Faber-Castell benutzt in verschiedenen Stärken und natürlich auch ein Brush Pen von Faber-Castell. Die Nummern und Farben schreibe ich euch einfach in die Infobox. Dann habe ich noch einen Tombow Pinselstift benutzt, der ist doppelseitig, hat also auch eine normale Filzstiftspitze. Und der letzte Fineliner, den ich benutzt habe, ist noch ein Copic Multiliner in einer sehr feinen Stärke. Und natürlich habe ich auch noch einen Bleistift verwendet und das ist ein ganz normaler Druckbleistift. Dann habe ich noch eine Schere gebraucht und auch noch meinen allerliebsten Kleber, wenn es darum geht, Papier auf Papier zu kleben von DM. Und einen Label Maker. Fangen wir an. Hier seht ihr, dass ich es ganz neu ausgepackt habe. Also es war ein bisschen waghalsig, dieses Video zu filmen. Es hätte auch alles voll in die Hose gehen können. Aber es ging alles gut und wie das Ganze entstanden ist, seht ihr dann in diesem Video. Zum Anfang habe ich mir einfach mal angeschaut, wie denn das Innenleben des Ganzen ausschaut. Und das allererste, was ich mir vorgenommen habe, ist ein Deckblatt für 2018 zu erstellen. Dazu habe ich mir einfach eine schöne Seite aus einer Wohnzeitschrift geholt. Und da ich mich nun nicht zwingen wollte, alles perfekt zu machen, und es wird ja sowieso alles nicht perfekt, habe ich mich dafür entschieden, das Papier einfach zu reißen. Und ich wollte quasi eine kreisähnliche Form haben. Hier bessere ich das Ganze auch noch ein bisschen nach. Und das klebe ich nun mit meinem Kleberoller auf das Papier. Der funktioniert im Endeffekt genauso wie Tippex, nur dass da dann eben Klebepunkte rauskommen. Und das ist einfach super praktisch, weil es keine Wellen erzeugt und eine super saubere Weise ist, Papier auf Papier zu kleben. Dann habe ich mir zuvor schon ein paar Gedanken gemacht, wie das Innenleben des Kreises aussehen soll. Und zwar möchte ich da dann einfach ein 2018 drin haben und ich habe da jetzt eine Seite aus meinem Notizbuch von Muti genommen. Das ist übrigens auch richtig toll zum Lettern, weil es auch punktkariert ist. Und ich habe natürlich nicht nur einen Versuch gestartet, sondern habe 2018 ein paar Mal geschrieben und mich dann für das Schönste entschieden. Natürlich ist vieles, was man im Bullet Journal macht, eigentlich ziemlich fest, aber wenn man die Möglichkeit hat, etwas vorher auszuprobieren und sich dann für das Beste zu entscheiden, dann ziehe ich das natürlich immer vor. Das schneide ich jetzt aus und zum Befestigen habe ich mir eine ganz besondere Art und Weise ausgedacht, denn ich wollte nicht nur 2018 da drauf kleben, sondern ich habe mich dazu entschieden, da dann auch mit dem Label Maker zu arbeiten. Das sollte man nicht übertreiben, da Label Maker natürlich gerade in dieser Form, also wenn es nicht gedruckt ist, sondern gestanzt, ein gewisses Volumen mit sich bringen. Das heißt, wenn man zu viel davon in sein Buch klebt, wird es dann halt auch an manchen Stellen dicker. Und das ist nicht so schön. Und dann habe ich nochmal schwarzes Washi-Tape genommen. Und das ist meine Startseite für das Jahr und ich bin sehr zufrieden damit. Dann ist das nächste quasi mein Future Tracker. Ihr müsst dazu wissen, das wird kein ganz klassisches Bullet Journal. Im Grunde genommen umgehe ich sehr viele Sachen, die eigentlich typisch für ein Bullet Journal sind. Und hier seht ihr dann, wie ich die Monate aufteile. Ich habe mich dazu entschieden, 2 Monate pro Seite aufzuschreiben, damit ich darunter die Daten schreiben kann und somit, völlig egal, ob ich jetzt den Monthly Spread schon fertig habe oder nicht, einfach schon Termine für die Zukunft eintragen kann. Und das läuft bisher sehr, sehr gut. Ihr müsst dazu wissen, dass ich
nicht unbedingt ein Fan davon bin, ein Bullet Journal klassisch zu benutzen, also wirklich mit den Bullet Points und den Weekly Spreads und so weiter. Ich bin eher der Monatsplaner-Typ und dementsprechend habe ich natürlich auch mein Bullet Journal so gestaltet. Aber das ist ja das Schöne am Bullet Journal. Man kann genau das machen, was man möchte und was man braucht. Und das war im Endeffekt auch das, was mich jetzt schlussendlich überzeugt hat, endlich diesen Schritt zu wagen und ein Bullet Journal zu machen. Ich dachte nämlich immer, eigentlich hätte ich nicht genug Zeit, das Ganze umzusetzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich war es ganz cool, das mal zu machen. Es hat natürlich einiges an Zeit gekostet. Alles, was ihr in diesem Video seht, hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Aber es ist ja nicht jedes Mal so viel Arbeit. Es ist ja nur beim ersten Mal ein gutes Stück Arbeit, das zu machen. Und ich für meinen Teil habe das Gefühl, dass ich einen Plan im Kopf habe, mit dem das Ganze dann auch gut funktionieren kann. Ihr seht übrigens darüber wieder mein Notizbuch, wo ich halt schon ein bisschen geübt habe. Ich habe auch einige Seiten vollgeschrieben, bis ich dann soweit war, dass ich sage, das ist, was ich machen möchte. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, einfach damit man nicht seine allerersten Versuche im Bullet Journal hat, dass man dann das ganze Jahr oder noch länger mit sich rumträgt. Ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht komplett füllen werde in einem Jahr. Ja, und da bin ich dann auch schon fertig. Und es geht daran, die Daten aufzuschreiben. Das ist nicht ganz so spannend. Das mache ich mit einem relativ feinen Stift. Ich habe im Allgemeinen sehr viel mit verschiedenen Strichstärken gespielt. Und das ist einfach auch ein ganz nettes und einfaches Mittel, das Ganze zu gestalten. Und darunter seht ihr, dass ich mir einen Kalender ausgedruckt habe, um eben ja, die Daten parat zu haben. Diese Kalender findet ihr übrigens überall im Internet. Also ich habe mir jetzt einen x-beliebigen ausgedruckt, insbesondere damit ich dann später beim Monthly Spread, also meiner Monatsübersicht, alles auf einen Blick sehe und ja, da möglichst keine Fehler mache. Das ist halt immer so die Gefahr in der Sache. Gut, so sieht es dann fertig aus. Ich denke, wie ich meine weiteren Zahlen reinschreibe, könnt ihr euch jetzt denken. Da seht ihr jetzt meine Vorüberlegungen und ich habe mich schlussendlich für den allerersten Versuch entschieden, also das, was ich jetzt allererstes ausprobiert habe. Oben links schreibe ich dann wieder meinen Monatsnamen hin, den Januar. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Kästchen freihändig zu zeichnen. Vorher messe ich ein wenig ab, wie ich meine Kästchen hinmalen möchte. Das bietet sich natürlich auch an, damit man dann nicht plötzlich verkackt. Aber der Rest passiert völlig freihändig, denn ich finde, wenn man sowas schon selbst macht, dann darf es auch eine persönliche Note haben. Und ich finde, man sollte da jetzt nicht unbedingt den Anspruch an sich haben, dass es aussieht wie gedruckt, denn es ist ein per Hand hergestelltes Bullet Journal, also zumindest der Inhalt. Und wenn ihr euch wundert oder wenn ihr nicht zufrieden seid, weil eure Linien nicht allzu gerade werden, dann versucht doch einfach nicht zu gerade Linien zu zeichnen. Seid einfach damit zufrieden, auch wenn es dann eben ja ein bisschen individueller aussieht, aber das macht doch auch den ganzen Charme der Sache aus und deshalb habe ich mich da jetzt auch nicht zu sehr angestrengt. Ich finde aber generell auf punktkariertem Papier geht das immer ganz gut, einigermaßen vernünftige Linien zu zeichnen, weil man sich eben an den Punkten orientieren kann. Ich habe erst überlegt, ob ich dann noch einen Schatten zu meinen Kästchen zeichne, habe mich jetzt aber auch erstmal dagegen entschieden. Ich finde es so eigentlich ganz nett und in Zukunft kann ich natürlich auch noch irgendwas anderes machen. Das ist jetzt nur der Januar und bis zum Februar kann ich mir dann auch noch irgendetwas anderes dazu ausdenken. So, jetzt bin ich fertig mit meinen Kästchen. Dann muss ich natürlich auch noch die Wochentage beschriften. Da habe ich ein bisschen mit mir gerungen, wie ich das nun mache. Aber generell finde ich es am schönsten, die Wochentage auf Englisch abzukürzen. Ich weiß nicht, ich finde,
Das sieht immer ein bisschen netter aus als die deutschen Abkürzungen. Aber das ist, wie so vieles andere auch, natürlich Geschmackssache. Ich finde es eigentlich ganz nett so. Hier beschrifte ich noch eben die Daten mit einem Tombow Filzstift. Und zu guter Letzt habe ich mir noch überlegt, dass ich auf dieser Doppelseite auch noch Platz für Notizen haben möchte, beziehungsweise für so ein paar To-Dos, die für den Monat anstehen. Und dazu übe ich erstmal auch nochmal auf meinem Notizblock, wie das Ganze aussehen soll. Ich entscheide mich für einen Strich mit der Pinselspitze und dann schreibe ich da nochmal mit einem Gelschreiber rein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Zu guter Letzt will natürlich alles noch ins Inhaltsverzeichnis eingetragen werden. Jetzt ist das vielleicht noch nicht ganz so fürchterlich wichtig, aber je mehr in diesem Bullet Journal drin ist, desto wichtiger wird es dann. Dann habe ich noch eine Doppelseite frei und ich hatte just in dem Moment noch einen Einfall, was ich damit anstellen möchte. Und zwar möchte ich einen Ort haben, an dem ich schöne Sprüche, Zitate oder Songtexte sammeln kann und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, diese Doppelseite dafür zu nutzen. Dafür erstelle ich mit meinem Label Maker noch so ein paar Etiketten. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. An dieser Stelle ist es nicht ganz so schön, denn auf der Rückseite davon ist dann eben mein Monthly Spread für den Januar. Und das stört auf Dauer doch ein klein wenig, habe ich jetzt festgestellt, denn ich nutze dieses Bullet Journal jetzt halt auch schon seit ein paar Wochen und habe gemerkt, dass das vielleicht nicht die klügste Idee war, aber man lernt ja daraus. Und ich glaube, in ein paar Doppelseiten wird es auch kein Problem mehr sein, weil dann eben genug Papier dazwischen liegt. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon von meinem Bullet Journal und mir. Und nun ist meine ganz wichtige Frage an euch, ob ihr Lust hättet, dass ich regelmäßige Updates zu meinem Bullet Journal gebe, eben auch in ähnlicher Form, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass es mir sehr, sehr viel Spaß bereitet hat, dieses Video zu drehen. Und wenn ihr darauf Lust habt, würde ich das gerne weiterhin machen. Keine Panik, das hier wird jetzt kein Kalenderkanal. Ich weiß, in letzter Zeit kamen ein paar viele Kalendervideos, aber das liegt eben auch daran, dass ein neues Jahr gestartet ist und dementsprechend einiges zu planen da ist. Lasst mir doch eure Meinung dazu da. Hinter dem i findet ihr eine kleine Umfrage dazu. Ansonsten freue ich mich natürlich auch jederzeit über Kommentare und Feedback in den Kommentaren. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen natürlich auch wieder einen Daumen nach oben geben. Das war es jetzt auch erstmal von mir. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!